Wir warten noch auf den Anschlusszug von Schänis. Abfahrt ist, sobald dessen Fahrgäste umgestiegen sind. Sie erhalten den Abfahrtbefehl, wenn es soweit ist. Sind die Türen offen? Und damit Servus, Grüezi und Hallo zu einem neuen Versuchsvideo im Dovetail Game Train Simulator 2015 auf der SBB-Route Pfäffiken, Langquart irgendwas. Langquart Pfäffiken, also SBB Route 1. Wir fahren hier einen Ersatzzug der S-Bahn. Hier mit unserer RE442 oder RE420, wie sie ja nach der neuen Bezeichnung heißt. Wir gehen dann schon mal in unsere Lok. Heben mal den Panto. Hier Fahrdrahtspannung passt. Machen den Scheibenwischer an. Bisschen dunkel hier, ne? Um den. Ah, was haben wir hier? Ich bin jetzt hier ewig lange schon nicht mehr gefahren. Muss mir auch erstmal wieder zusammensuchen, was denn eigentlich wo ist. Ja, vor allem was Licht und so weiter anbelangt. Zugspitzensignal haben wir eingeschalten. Ja. Was haben wir hier? Hauptschalter. Scheint zu passen. Was mir jetzt allerdings fehlt, ist das Cap Light. Türen auf zu, Türen auf zu. Und ich sag's euch, wir fahren hier nicht los, bis ich das Licht an habe. Nun gut. Sollte auch so gehen, legen wir einfach mal den Fahrtrichtungswender nach vorne, lösen die Bremse bereits ein Stück, suchen in der Zwischenzeit weiter unser Cap Light. Scheibenwischer sollte man wohl anlassen, das könnte hier eine ziemlich feuchtfröhliche Fahrt geben. Wir werden heute mal ohne SIFA fahren. Einfach nur mal just for fun. Eben um zu testen, wie es mit den Frames so ausschaut. Na gut, immerhin haben wir Instrumentenbeleuchtung, das sollte dann wohl reichen. So, da kommt jetzt auch der Zug, auf welchen wir warten mussten.
dann werden wir hier mal rausgucken, ob denn da auch wirklich jemand zu uns in Zug will. Jetzt übrigens unser Zug, so ein bisschen ein Mischding aus Einheitswagen 4, hier der grüne, und diesen Regional-S-Bahn-Wagen, diese grau-blauen Dinger, die ich so eigentlich von früher noch von den NPZ, von den neuen Pendelzügen kenne, also den Kolibris, wie sie auch gerne genannt wurden oder immer noch werden. Übrigens auch eine aussterbende Triebfahrzeugrasse. So. Scheint mir hier nicht groß, dass irgendjemand von dem Zug zu uns rüber will. Ja, 25% Bremse sollte reichen. Ah, da kommt eventuell noch jemand. Ah, willst du rein? Willst du nicht rein? Gib Gas, wir fahren gleich ab. Klingt einigermaßen realistisch so, und wir haben den Abfahrtbefehl. Dann werden wir hier mal Bremse lösen. Wieder auf unsere Seite vom Zug wechseln. Genau, und werden hier mal Fahrstufen aufschalten. Unser nächster Halt ist Bilten auf Gleis 3 in knapp 3 Kilometern. Da sollten wir jetzt hier vielleicht etwas, ich würde mal sagen, enthusiastischer aufschalten. Werfen wir nochmal einen Blick raus, ob alle Türen zu sind. Ja, das sieht gut aus. So, Ausfahrt mit 40 km/h. Dann schalten wir mal wieder etwas Leistung runter. Nein, bremsen wollen wir nicht. Wir lassen das mal auf 12% Leistung. Wir fahren jetzt hier aus Ziegelbrücke aus.
Oh, nicht zu schnell werden. Nicht zu schnell werden. Fahren wir mal auf neutraler Stellung und schauen uns mal an, wie weit wir hier kommen. Ja, irgendwann, wahrscheinlich kurz vor Bilton, könnte es die erste Geschwindigkeitserhöhung geben. Jetzt hier Bahnhof, Ausfahrt, Brücke und so weiter. Ist halt, ich glaube, sogar in der Realität so, dass man hier nur mit 40 aus dem Bahnhof raus darf. War schon lange nicht mehr da. Ah, früher zu Militärzeiten öfter mal. So. Jetzt dürfte eigentlich schon mal so langsam die erste Geschwindigkeitserhöhung kommen, ne? Ah, und da ist sie. Wir können auf 100 km/h beschleunigen. Werden wir aber natürlich nicht machen in 2,2 Kilometern. Ist unser nächster Halt. Aber ich werde sicher mal noch ein bisschen beschleunigen. Wir haben ja einen Fahrplan, an den wir uns eventuell halten sollten. Und hier übrigens das Teil funktioniert so nicht. Ist jetzt einfach mal quasi, ja, es ist halt einfach da so dekomäßig. Aber ich finde, sieht schön aus, gut gemacht. Auch dieses Tick, 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 Tick vom Fahrtenschreiber der Lok ist sehr gut nachgebildet. So quasi der Metronom. Ich meine jetzt das Teil für Musiker und nicht den Zug, der in Norddeutschland fährt. So. Bilton in 1,5 Kilometer. Hier auf dem Display ist es schon zu sehen. Hier kommt uns auch ein Zugili entgegen. Was für ein Zugili bist denn du? Das könnte eine Fracht RE44 sein. Komm doch mal etwas näher. Nee, ist wohl auch eine Paxen. Nee, sind zwei Cargo vor einem Holzzug. Sehr schön. Na, das Signalhorn, das klingt, wie soll man das nicht ausdrücken, etwas billig. So, dann fangen wir mal an, uns einzubremsen. Ich würde nach Möglichkeit hier gerne mit, ja, so 40, 45 einfahren. So, okay. Ne, nicht hochschalten. So haben wir nicht gewettet. So, auf Neutralstellung. Und dann können wir jetzt hier mit der Zugbremse.
wir sind etwas über dem, was ich eigentlich haben wollte zur Einfahrt, aber was soll's. Ja, sieht doch gut aus. Jetzt dürfen wir unseren Haltepunkt nicht vergessen. Immer schön im Auge behalten. Ich würde ja da möglichst gerne weit vorne halten. Natürlich nicht vergessen, nicht aus dem Auge verlieren. So. Dann steigen wir hier mal ein bisschen mächtiger in die Eisen. Lösen die Bremse jetzt nochmal schnell. Und das sieht gut aus, das sieht gut aus. So. Da würde ich jetzt doch gerne halten. Gerne auch ein bisschen vor der Bahnsteigkante. So, jetzt helfen wir hier mit der Bremse noch ein bisschen nach. Sehr schön. Ja. Okay. Bilden Gleis 3, wir sind hier. Und stehen Türen auf. Ah, dann strecken wir doch mal die Melone. Oh, es ist Vollmond. Und hier wird gebaut. Und bebaut und gebaut. Zugegeben, wir haben ein klein wenig Verspätung. Wir sollten eigentlich schon seit 15 Sekunden wieder unterwegs sein, aber macht ja nichts. Gleich mal kontrollieren, ob die Türen noch wirklich offen sind. Ja, nicht hier, auf der Seite. Ja, okay. Türen sind offen. Schauen wir uns mal den Wagen an. Wir dürften jetzt noch gleich wieder zugehen. Wir legen schon mal mit der Bremse etwas zurück. Dass die sich schon mal ein bisschen lösen kann. Oh, Neutralstellung aus, das dürfte. Ah, und sie gehen zu. Und Abfahrtsbefehl. Gut, Bremsen raus. Wir haben jetzt hier VMAX 125. Sollten aber, um es etwas realistischer zu halten, auch nicht mit viel mehr als 50 hier aus dem Bahnhofsbereich rausbrettern. Ja, zumindest bis zum nächsten Signal, was wir hier ja in 250 Metern aber eh schon haben. Und natürlich nicht allzu schnell beschleunigen. Ihr könnt das Ganze übrigens auch hier über die Steuerung da regeln. Das aber ein bisschen arg dunkel ist hier im Cap. Lass ich es mal bei der Steuerung. Sollte man dann hier hin und wieder mal das ein oder andere Szenario fahren,
auch mit anderen Lokomotiven auf anderen Strecken, München-Garmisch zum Beispiel oder Hamburg-Hannover. Da kann man sich dann gerne überlegen, ob man da wirklich mit den jeweiligen Steuerhebeln, Knöpfen und so weiter den Zug steuert und nicht hier über die vereinfachte Steuerung. Aber da das ja nur ein Test ist, lassen wir es einfach mal so. So, Reichenburg Gleis 3 in 3,8 Kilometer. Jetzt schauen wir mal, was in unserer RE442 drinsteckt. Ein ungemütlicher Wintermorgen. Machen wir mal das Fenster auf, um uns von der Morgenluft ein bisschen zu wecken zu lassen. Boah, ne, zu kalt. Schnell zu. Bah. Fenster geht zu, es wird kalt. So. Bis ganz oben. Yep. Passt. So. Ich habe jetzt hier die Grafikeinstellung im TS selber nicht auf vollster Auflösung. Logischerweise. Erstens mal braucht das dann ewig viel Speicher. Und zweitens wollte ich ja mal wegen den Frames gucken. Aber ich glaube, so hat man es einigermaßen flüssig. Vielleicht könnte man da noch ein bisschen Feintuning machen. Mal schauen. So, Reichenburg kommt hier im Display schon mal so quasi auf Sicht. In 2, also Bahnhofsanfang in 2,25 Kilometern und Bahnhofsende, glaube ich, ist das hier in 2,52 Kilometern. So, ich denke mal, schneller als 100 sollten hier nicht unbedingt mehr beschleunigen. Jetzt lassen wir den Zug einfach ein bisschen ausrollen. Weil den Fahrplan können wir jetzt eh nicht mehr einhalten. Der Zug ist abgefahren. Und wir sehen hier vorne auch schon so ein bisschen was von Reichenburg. Die ersten paar Häuser. Kilometer. Wir sind noch mit knapp 100 unterwegs. Ah, das gut. Signal ist grün, keine Warnung, keine Ankündigung, alles prima. Ja, und ihr hört ja sicher auch dieses tick 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 tick. Und das ist definitiv in der echten Lok auch so. Hatte schon mal die Möglichkeit, zwei- oder dreimal da auf dem Führerstand mit dabei zu sein. Hauptsächlich am Bahnhofsfesten halt. Und das ist wirklich da die ganze Zeit und man hört es zum Teil wirklich extrem laut. Da ist echt ein Wunder, dass die Lokführer da nicht durchdrehen. Wobei man es nach einer gewissen Zeit wahrscheinlich einfach ausblendet und gar nicht mehr hört oder nicht mehr hören will. So, halber Kilometer. Wir sollten anfangen zu bremsen, sonst gibt es einen Bahnhofdurchrutscher.
vielleicht ein bisschen sanden. Ja, die Bremsen greifen da doch gleich schon mal viel besser. Ja, hier sind wir definitiv zu schnell bei der Einfahrt. So, sandtechnisch dürfte das jetzt reichen. 70. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben hier ein bisschen wenig Bremsdruck. Nö, scheint eigentlich gut zu sein. Ah, jetzt hat sie gegriffen. Ja, jetzt sind wir an der 40er Grenze. Ja, doch, das passt. Jetzt haben wir beinahe ein bisschen zu stark gebremst. Einfach nicht über die Bahnsteigkante hinausschießen, das wäre sehr nett. So, komm, anhalten, noch 20, das könnte sogar passen. Ah, eine Minute Verspätung. Und wir stehen. Wie gesagt, eine Minute Verspätung, damit kann ich leben. Türen sind offen. Komm, Opi, steig etwas schnell rein. Wir haben doch schon Verspätung. Und fein finde ich auch. Ihr seht hier die Zeit, 6.11 Uhr. Genauso hier bei der Bahnhofsuhr, 6.11 Uhr. Auch der Sekundenzeiger, der läuft zwar nicht flüssig rund, der hüpft dann immer gerne mal so 4-5 Sekunden am Stück. Stört mich nicht sonderlich, aber ich finde das cool, dass ihr die Bahnhofsuhren wirklich auch die effektive Zeit in der Simulation anzeigen. So, gleich dürfte es wieder einen Abfahrtbefehl geben. Da kommt ein Gegenzug. Jawohl. Ja, Abfahrt gemäß Fahrplan 6.11 Uhr. Es ist 6.11 Uhr. Scheiß Fahrdienstleiter. So. Jetzt lassen wir schon mal hochschalten. Ja. Immerhin rollen wir noch, wenn die Uhr 6.11 Uhr zeigt. Ha! Nächster Halt wäre dann Schübelbach in 3,4 Kilometern. Vielleicht sollten wir jetzt hier mal ein bisschen energischer fahren. Und gleich mal mit 100% mit der obersten Fahrstufe hier losblochen. Scheiß auf Fahrgastkomfort. Hauptsache der Fahrplan wird eingehalten. So, wenn wir jetzt noch ein bisschen sanden, dann haben wir vielleicht noch bessere Beschleunigung. Oder es bringt gar nichts. Gut, über Weichenbereiche sollte man ja nicht sanden.
aber es sieht gut aus. Hier haben wir übrigens noch so zur Erklärung die Ankunft nach Fahrplan, das wäre 6.14 Uhr und 0 Sekunden, und hier die voraussichtliche Ankunft 6.14 Uhr und 33 Sekunden. Ich werde jetzt mal so lange wie möglich, auch so schnell wie möglich fahren und dann hier irgendwie mit Vollbremsung in Schübelbach hoffen, dann den Zug noch irgendwie rechtzeitig zum Stehen zu bekommen, damit wir hier einigermaßen den Fahrplan einhalten können und sich der Fahrdienstleiter nicht schon wieder ins Hemd machen muss. Ah, der Regen scheint etwas nachzulassen. Trotzdem machen wir mal die Scheibenwischer wieder an. Ich schaue mir an, wo wir denn jetzt noch überall hin müssen. Ah! Wir haben ja nicht mehr so viele Stationen. Ah, servus Kollege. Eine Cargo-Doppeltraktion. So, wir sind jetzt beim Signal. Ich schalte auf neutral. Den Zug jetzt so schon mal ein bisschen vorbremsen. Ah, wir haben noch 750 Meter, bis wir irgendwie Meter. Ja, jetzt sollten wir da mit knapp 90, das ist wohl doch ein bisschen zu viel. Wir helfen mal wieder mit Sand nach. Ja, scheint aber auch zu passen. Wobei wir jetzt hier fast schon ein bisschen zu früh gebremst haben. Ich hoffe mal, die rutschen noch hier über diese grüne Linie, damit die auch wirklich im Bahnhof sind. Ja, das sieht passend aus.
Gut, und da stehen wir und öffnen dann einfach mal die Türen. Dum, 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 dum. So, Türen gehen auf. Ach, und wenn ihr wüsstet, was für ein beschissener Lokführer ich bin, dann würdet ihr nicht in meinen Zug steigen. Schon ein Stück weit. Ah, und das Wetter wird auch nicht besser. Ja, ja, da ist sie. Die Lok 11385 mit den eckigen Scheinwerfern und nicht mit den runden. Ja, Abfahrt, aber sicher doch Meister. In 3 Kilometer nächster Halt in Siebnen. Türen alle zu. Dann verkriechen wir uns mal wieder in unseren Führerstand. Och, und bei uns läuft immer noch der Sand. So, dann hätten wir jetzt noch 7. Dann Lachen, dann Altendorf und dann Pfäffikon. Hier haben wir, hier haben wir ein Kreuz. Da sind wir wohl etwas zu spät angekommen oder zu spät abgefahren, aber halb so wild. Ich mache das ja nicht. Primär um Szenarien hier abzuschließen, sondern einfach aus Spaß an der Freude. Daher ist mir das egal, wenn man dann mal irgendwo ein paar Sekunden zu spät losfährt oder zu spät ankommt. Also egal ist es mir nicht, aber wie gesagt, ich bin hier auch nicht auf Szenario-Jagd. In 7 sieht es jedenfalls gut aus. 6.18 Uhr müssten wir ankommen und voraussichtliche Ankunft ist 6.17 Uhr und 52 Sekunden. Okay. Ja, unsere Lok hat einfach eine suboptimale Beschleunigung. Wenn wir noch ein bisschen Sand nachlegen. Naja. Oder kann das sein, dass vielleicht hier irgendwie noch... Nö, Handbremsen sind auch alle gelöst. Hm. Die Pflicht einfach nur eine suboptimale Beschleunigung. Was soll's? So. Wir gehen hier wieder auf Neutralstellung. Und sagen dem Bauernvolk mal, dass wir da sind.
das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, früher runtergebremst. Dann versuchen wir jetzt mal langsam, aber sicher unser edles Ross herunterzubremsen. Vielleicht dieses Mal ganz ohne Zuhilfenahme der Zugbremse. Einzig und allein über die dynamische Bremse. Sieht gut aus. Zugbremse geben wir jetzt einfach mal 23%, um den Zug dann am Davonrollen zu hindern, wenn wir jetzt mal stehen. Okay, 40 an der Bahnsteigkante, das dürfte passen. Sieht gar nicht schlecht aus. Jetzt holen wir uns einfach hier noch die Lokbremse zur Hilfe, dann dürfte das passen. Zwischen den verschiedenen Bremsen kann man hier übrigens hin und her schalten. Zugbremse, Lokbremse. Bremse einfach schön auf 100% runter und erhöhen hier den Druck auf die Lokbremse und so sollten wir dann eigentlich doch passend zum Stehen kommen, auch wenn wir jetzt natürlich wieder fast eine halbe Minute zu spät angekommen sind. Nee, Lokbremse alleine bringt auch nichts, müssen wir halt wirklich noch die Zugbremse etwas mehr in Anspruch nehmen. Wahrscheinlich sollten wir hier allgemein etwas energischer bremsen. Ja, einer unserer Passagiere schämt sich schon in Grund und Boden.
Das wurde von der Mafia hier so im Bahnsteig einzementiert. Man weiß es nicht genau. Ey, du da! Naja. Machen wir mal die Türen auf. Ey, aber, Füße abputzen, bevor du in meinen sauberen Zug steigst. Ja, 7, wo die Leute noch halb im Boden versinken. Ja, bloß keine Eile. Tja, echt bis zu den Kniekehlen steckt er hier im Beton. Oder die, oder das. Ja, und bang, Schmerz kennen die auch keinen. Die gehen durch massive Stahlträger hindurch, als wär's Butter. Oder Luft. Ja, genau dasselbe mit den Sitzbänken. Ja, kennen wir nix, da gehen wir einfach durch. Ah ja, wer durch Beton gehen kann, der kann auch durch Sitzbänke gehen. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, und wir erreichen jetzt dann auch bald Pfäffikon, wo unser Szenario dann vorbei wäre. Jojojo. Ah, was sagt denn eigentlich der Fahrplan? Wann sollten wir hier abfahren? 19. Ja, dann dürft ihr jetzt dann bald mal losgehen. Und dann Ankunft 22, Abfahrt 23, 30, 31, 25, 26. Jo. Irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Schauen wir schon mal raus. Wir haben hier keine Steigung, kein Gefälle. Dann haben wir die Bremsen schon mal raus. Und Abfahrt. Jawohl, Meister. Mein lieber Gesangsverein, 6.22 Uhr müssen wir ankommen, 6.23 Uhr, 46 ist erwartete Ankunftszeit. Da müssen wir jetzt halt mal etwas fahrgastunkomfortabler in die Gänge treten.
Lachen in gut 4 Kilometern. Die Besandungsanlage ausschalten. Und einfach mal darauf hoffen, dass die Beschleunigung so ausreichend ist. Und noch einigermaßen vernünftig. Und auch fahrplanmäßig in Lachen anzukommen. Ich bezweifle es ja ehrlich gesagt ein wenig. Und da kommt Lachen auch schon in Sicht. Ja, und die Dämmerung fängt auch schon langsam an einzusetzen. Aber man sieht nur trübe Suppe. Ah, so ein typischer Wintertag. Kalt, unangenehm. Bäh. Aus der Lok hört sich das hier schon einiges besser an. Oder ist das hier wohl ein bisschen verbuggt? Es will nun zum Teil gar nicht mehr aufhören. So, Vmax von 125 runter auf 120. Da müssen wir uns aber momentan noch keine Sorgen machen, wir sind da noch einiges drunter. Naja, und es scheint so, als ob wir Lachen dann doch noch einigermaßen pünktlich erreichen würden. Ja, noch 15 Sekunden Zeit. Und da vorne scheint eine RE460, eine RE446, eine Lok 2000 zu stehen. Jawohl. Womöglich vor einem Intercity oder Interregio
in Richtung Chur. Moin Kollege. Lockbremse, ach die geht gar nicht, doch die geht bis 100. So, dann hätten wir Lachen. Ja, sagen wir mal mehr oder weniger pünktlich erreicht. Der Intercity, der macht sich auch schon an die Ausfahrt. Wir öffnen jetzt mal die Türen. Ah, 50 Meter vor der Haltetafel. Da ja ein relativ kurzer Zug sieht, sollte das eigentlich nicht weiter auffallen. Einfach nichts sagen, ich werde auch nichts verraten. Bremsen schon mal ein bisschen vorlösen. Na, das sieht gut aus. Was haben wir denn hier? Ah, was sind die? Schalter. Ach, da ist das Caplight. Neben dem Telefon. Nun gut. Bremsen raus. Jetzt haben wir Licht. Ist doch nicht schön. Jawohl, Meister, Abfahrt. Nächster Halt wäre Altendorf Gleis 1. Altendorf dürfte auch die vorletzte Station sein, die wir anfangen. Ja, danach kommt Pfäffikon. Das heißt, wir sollten so in 8 bis 10 Minuten eigentlich durch sein. Wobei man gleich sagen kann, bei der Szenarienlänge, die die da angegeben haben, da kann irgendwas nicht stimmen. So, okay, bleibt wieder raus jetzt, wo wir wissen, wo das Ding ist.
jetzt brauche ich doch noch mal Licht. Was haben wir denn hier? Ach, das war der Sander. Okay. Hier unser Stühlchen. Türen. Ah gut, die lassen sich hier nicht öffnen. Na, zumindest gehen die Fenster auf. Und zwar auf der Seite auch nicht. Hier ging es ja, haben wir schon mal ausprobiert. Wie sieht denn das hier mit den Sonnenblenden aus? Oh, ihr seht, Vmax 140. Ah, Sonnenblenden gibt es auch keine. Naja. Crablight wieder aus. Und wir werden mal Hup-Hup machen. Oh, und wir sollten mal runterbremsen, weil Altendorf kommt in... Und das war wieder so ein nerviger Bug. Das Makrofon geht und geht nicht aus. Wäre wirklich schön, wenn sich mal hier jemand in einer vernünftigen Version der RE420, eventuell auch der ersten Baureihe der RE44, die 410 müsste sie jetzt wahrscheinlich heißen, oder einfach RE441, mal jemand ein schönes, funktionstüchtiges Modell, was auch einigermaßen der Realität entspricht, liefern würde. Ja, und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Schweizer Strecken, zum Beispiel Zürich-Basel. Zürich-Bern. Oder auch die Lötschberg-Linie von Bern nach Brieg. Die alte, nicht die neue. Also nichts nähert. Ja, gibt doch da noch einiges an Routen, was man machen könnte, auch an Rollmaterial, was sicher den ein oder anderen Abnehmer finden würde. Oh, das müssen wir jetzt mal auf Notbremsung stellen. Ansonsten bringen wir den Zug nicht mehr zum Stehen. Für die Notbremsung bei der in Anführungszeichen niedrigen Geschwindigkeit, dafür bremst die 420er aber echt ganz schön bescheiden. Naja, wird schon so seinen Sinn haben. Türen auf. Ja, so stehen wir doch einigermaßen gut. So, das wäre jetzt quasi unser letzter Halt, bevor wir Pfäffikon erreichen. Und da dann unseren Zug quasi in den Regulärzug entladen können.
Da ist es wieder, man klickt nur kurz aufs Makrofon. Und er hört nicht mehr auf zu makrofonieren. Das ist ein bisschen nervig. So. Ja, Abfahrt machen wir doch auf nach Pfäffikon. Welches wir in 3,6 Kilometern erreichen. Bis Pfäffikon sollten wir jetzt eigentlich überall grün haben. Deshalb fahren wir jetzt den Rest doch mal mit Caplight an. Hier die schallabsorbierende Deckenverkleidung. Ob die in real auch so ausschaut, das könnte ich euch nicht mal mehr wirklich sagen. Das ist schon das letzte Mal, das ist schon lange her, seit ich das letzte Mal die Möglichkeit hatte, bei einer 420er vorne reinzugucken. Vielleicht weiß das ja irgendjemand. So, die neue Streckengeschwindigkeit ist jetzt auch nur noch 110 und nicht mehr 120. Und da kommt ja auch schon Pfäffikon in Sicht, unser de facto Endbahnhof. Für den Zug, für das Szenario, für unsere Nerven mit dem Makrofon. Ja, ah, 105, da wird es wohl noch eine weitere Beschränkung geben, ich denke mal 60 oder vielleicht sogar 40. Deshalb beschleunigen wir mal nicht weiter rauf als bis auf 90. Ja, knapp 90. Und lassen den Zug jetzt einfach die restlichen 2,5 Kilometer noch rollen. Ja, wäre jetzt natürlich auch spannend, wenn man hier zum Beispiel die Langquart-Pfäffikon-Route oder Pfäffikon-Langquart, je nachdem wie man sieht, erweitern würde, zum Beispiel Zürich-Chur. Und dann könnte man ja sicher auch Basel-Zürich, so entweder die Fricktal-Route oder die Aarau-Lenzburg oder die Aarau-Baden-Route. Und dann hätte man hier doch ein ziemliches Stück, was man fahren könnte. Sollte man dann nach Möglichkeit aber so machen, dass man wirklich von Basel aus durchgehend bis Chur fahren könnte. Sich mal jemand dem Projekt annehmen würde, plus halt ein bisschen vernünftiges Rollmaterial. Das wäre schon ein Träumchen.
vor allem auch etwas so zu erstellen, dass es ein bisschen performancefreundlicher ist als jetzt das Teil hier. Was ja eigentlich, soweit ich das weiß, für den 2012er oder sogar den 2010er Train Simulator erstellt wurde. Also auch nicht mehr das neueste Projekt. So, da sehen wir jetzt auch schon den Einfahrtsbereich von Pfäffikon. Hier müsste auch irgendwo der Zürcher See sein. Nun gut, wir haben unsere Schuldigkeit jetzt dann getan, haben den Ersatzzug nach Pfäffikon gebracht und werden uns dann mal unser verdientes erstes Etappenbierchen genehmigen. So, wir müssen auf Gleis 3. Na, das wäre ja gleich hier. Sieht auch einigermaßen frei aus, das Ding. Hier mal die Einfahrt ein bisschen von außen an. Ja, da kommt der unser Zug. Das scheint mir sogar so die erste einigermaßen vernünftige Bremsung zu werden, die wir heute hatten. Nun gut, bis Reichenburg haben wir eigentlich, also mit Ausnahme von Reichenburg, also haben wir alles erreicht, mehr oder weniger on time. Ja. Wieder eine Cargo. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier auf Gleis 2 das eventuell der Regulärzug sein wird, dem wir unsere Fahrgäste hier aufs Auge drücken werden. Deshalb fahren wir noch ein bisschen weiter vor. Ziehen wir hier noch ein bisschen vor. Um 30 sollten wir den erreichen. Wir haben 29,5. Ja, wenigstens haben wir es hier zeitlich gar nicht mal so schlecht geschafft. So, genug vorgezogen. Ein bisschen laufen dürfen die Fallensäcke auch noch. Die allmorgendliche Bewegungstherapie vor der Arbeit. So. Dann halten wir an. Geben sogleich die Türen frei.
senken den Stromabnehmer. Löschen unser Caplight und wechseln unser Licht mal auf Schluss. Ja, das sieht sogar passend aus. Ein rotes Licht. Genau, dann hätten wir die Aufgabe jetzt erledigt. Und damit verabschiede ich mich von euch. Eventuell auf ein später mal neues Train Simulator Video. Doch bis dahin erstmal tschüss zusammen. Euer Mr. Helvetic Let's Plays hier auf YouTube. Tschö mit dö.